Freunde der Sonne, bevor das Video losgeht, weise ich nochmal darauf hin, euch auf worldofnerds.com zu registrieren. Ich habe da auch ein Künstlerprofil angelegt. Der Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn Livestreams angekündigt werden, zu voten, für welches Spiel ihr euch entscheidet, welches Spiel ihr beim Livestream sehen wollt. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem No-Cash-Ritter. Und heute habe ich mir ein bisschen was überlegt, eine Kleinigkeit, wo halt viele vielleicht noch so ein bisschen die Probleme haben oder sowas. Ich habe viele, viele Nachrichten bekommen. Hör mal, ja, wie machst du Gold und so? Die beste Möglichkeit, an Gold zu kommen, ist jetzt vorbei. Tatsächlich, ihr müsst wieder ein paar Monate warten. Das Weihnachtsevent ist leider vorbei. Nein, jetzt kommt nicht nochmal das Tränenbild. es ist vorbei. Mit dem Ritter habe ich doch intensiver gedroppt oder Gold gemacht als mit dem Schattenpriester. Ich zeige euch auf jeden Fall erstmal mein Inventar. Badababing! Und ihr seht auch schon, aktueller Goldbestand beträgt mittlerweile 6,35 Milliarden. No Cash, Leute, das ist schon was, das ist der Grundstein, Leute, da kann man richtig was draus machen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was machen denn die ganzen Stiefel da im Inventar? Ja, Freunde der Sonne, gleich zu Anfang sage ich euch, weil manche die Videos nicht bis zum Ende gucken. Leute, es lohnt sich auf jeden Fall, die Videos bis zum Ende zu gucken. Darauf weise ich jetzt auch nochmal. Beim letzten No-Cash-Video, NS-Video, was am Freitag jetzt gekommen ist, habe ich ganz zum Schluss nochmal gesagt, ich starte ein Event. So. Viele haben es nicht mitbekommen, was ich auf jeden Fall ein bisschen schade finde, weil die Videos nicht bis zu Ende geguckt werden. Tja, Freunde, Kassala jetzt hier. Falls ihr jetzt wissen wollt, um welches Event es geht, dann bitte jetzt nochmal das Video vom Freitag auschecken. Explizit den Schluss auch gucken. Und dann erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Mehr möchte ich jetzt in diesem Video jetzt dazu nicht sagen. Auf jeden Fall Einsendeschluss ist Dienstagabend. Also das heißt, das Video kommt jetzt heute am Montag. Aktuell haben wir jetzt Sonntag. Das ist ein bisschen verwirrend, ich weiß. Auf jeden Fall Dienstag. Das ist dann der 12. Der 12.1., da ist Einsendeschluss. Und tatsächlich werde ich dann am Dienstagabend dann denjenigen auch auswählen. So, zurück zu den ganzen Schuhen. Das sind alles ungeloopte Schuhe. Und die werden wir am Ende des Videos, loopen. Werden wir schauen, was drin ist. Das sind die guten, Leute. Das sind die guten Schuhe. Hier einmal den Beweis. Oh, Leute, ich hatte so ein Glück, ne? Das ist so abnormal. Ich habe einfach Glück in Spielen. Das ist nun mal so. Bam! 127er B6 Eva. Mate Speedups. Ja, haben auf jeden Fall einen Marktpreis von, zwischen 3 und 4 Milliarden. Also da kommt nochmal ordentlich was on top. Gedroppt sind die am Weihnachtsevent. Beziehungsweise während des Weihnachtsevents. Ja, auf jeden Fall coole Sache. Und heute in diesem Video möchte ich euch so ein bisschen nahelegen, wie man denn so groß in den Handel einsteigt. Wie man Less Chaos Millionär wird, quasi. Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, man kann sich Cash in-game holen. Durch diese Cash-Karten, das sind diese hier. Und das ist ein absolutes Must-Have als No-Cash-Spieler. Muss ich leider zugeben, ich habe da jetzt nicht so den Fokus bisher drauf gelegt. Wird sich aber auf jeden Fall ändern. Ein paar meiner Drops habe ich schon verkauft, die ich gedroppt habe. Und da ist noch ein bisschen was im Marktschreier drin. Und auf jeden Fall, wie macht man Gold? Wie steigt man in den Handel ein? Als allererstes, wenn ihr absolut keine Ahnung habt, so wie ich, von den Marktpreisen aktuell, gehen wir einfach mal in Richtung Marktschreier. So, dann gucken wir mal. Wichtig zu wissen ist natürlich, was lohnt sich? In was lohnt sich zu investieren? Rüstung vielleicht? Waffen vielleicht? Nein. Rüstung und Waffen werden lange Zeit getragen. Das heißt, die Anzahl der Rüstung und Waffen generell auf dem Server, hier zumindest auf Pangea, ist relativ hoch.
Und man muss sich die Frage stellen, was wird viel gebraucht? Und das liegt an für sich auf der Hand. Levelzeug. Das wird gebraucht, das wird permanent genutzt, jeden Tag, jede Stunde auf dem Server. Zu jeder Stunde wird hier gelevelt, zu jeder Stunde wird mindestens eine Lilie reingeworfen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ja, was gehört alles zu Levelzeug dazu? Das sind klar, hier zum Beispiel habe ich auch im Inventar fortgeschrittene Medizin der Erfahrungspunkte. So, wie kommt man an diese Dinger dran? Man kann sie auf dem Marktplatz kaufen, man kann aber auch, da ist natürlich vorausgesetzt, dass ihr einen Level 100 Jar auf dem Account habt. Das muss vorausgesetzt sein. Dann gucken wir einmal hier in das Buch von Iris. Und zwar, wo war das nochmal? Muss ich gerade selbst mal schauen, das ist jetzt improvisiert, das ist nicht vorbereitet gerade. Hin und her war es nicht. Medikus war es natürlich auch nicht. Es war, glaube ich, ganz weit vorne irgendwo. In der ersten Kategorie war es, glaube ich. Neue Gefühle. Hier, neue Gefühle ist es. Und zwar, ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich gerade die Frage, warum braucht man einen Level 100 Char? Sage ich euch sofort. Und zwar, hier gibt es 5-mal fortgeschrittene Medizin der Erfahrungspunkte. Und benötigt wird 5-mal Angriffsschub und 5-mal Verteidigungsschub. So, der Trick, ja, was heißt Trick, also diese Möglichkeit an Gold zu kommen, beziehungsweise an diese Medizin zu kommen, ist noch gar nicht so public. Also das ist jetzt exklusiv, dass ich euch diesen Trick quasi verrate. Wenn ihr ein Level 100 Char habt und 3 freie Plätze auf dem Account, geht ihr einfach mal an den Marktschreier und gibt einfach mal ein Phönix. Karte der Phönix oder des Phönix. Hab ich jetzt falsch geschrieben oder was? Karte der Karte des Phönix, genau. So. Und mit OE und nicht mit Ö. So. Kategorieren wir das nochmal ein bisschen. So, jetzt haben wir nur die Karten. So, wir sehen, also hier 100 Millionen. Gut, ist ein bisschen viel, ne? Lohnt sich nicht. Hier aber 15 Millionen. Leute, 15 Millionen für ein Ticket. Das ist in Ordnung. Das kaufe ich mir auch. Da kaufe ich mir beide. Und ja, was machen wir mit diesem Ticket? Mit diesem Ticket, das lagern wir ein. Und erstellen einen Bobchar. So, mit diesem Bobchar gehen wir direkt ans Lager. Übrigens, mit dem Bobchar kann man dann auch direkt Medikus machen und die Aufgabe hin und her für Hermes-Tränke. Und wenn wir das dann gemacht haben, marschieren wir einmal rüber. Leute, ich bin krank, Junge. Ich bin echt crazy. Ich würde mir jetzt tatsächlich einen Hermes-Trank reinballern, nur um euch hier schneller zu zeigen, wo man hin muss. So, dann gehen wir hier hin zu Idele, Meisterin der Phönixe. Und da melden wir uns einfach an. So, und dann sind wir direkt Level 35. Und wenn wir Level 35 sind, ich habe es jetzt nicht im Inventar, da kriegt man dann diese Kisten, diese Schatzkisten, beziehungsweise die hat man ja von Anfang an. Wenn ein Char erstellt wird, hat man diese Schatzkisten im Inventar und die kann man immer öffnen bei Level 10, Level 20, keine Ahnung, auf jeden Fall mit diversen Leveln kann man die öffnen, und zwar geht das dann hier bei Lorraine. Und da kann dann tatsächlich drin sein Angriffsschub und Verteidigungsschub. Oh Mann, bin in der Aufnahme. So, jetzt verliere ich gleich den Faden, Leute. So, auf jeden Fall kommt man so relativ gut, relativ günstig an diese fortgeschrittene Elixier, fortgeschrittene Medizin der Erfahrung. So, und wir gucken jetzt einmal, was das Ding wert ist. Fortgeschrittene, wird das überhaupt so geschrieben? Ja, Medi, und das müsste eigentlich schon ausreichen. Dann gehen wir einfach nur mal Medizin ein. Medi, ja, hier, ich hab's mit meiner Rechtschreibung heute. Auf jeden Fall, das ist ein Meditationstrank. So, hier, so. Jetzt haben wir hier 3 Stück schon für 30 Millionen, Leute. Also einer für 10 Millionen.
Die sind aber auf jeden Fall im Preis gesunken. Das auf jeden Fall. Aber das ist so der Standardpreis, der Festpreis, 10 Millionen für eine. Das heißt, ihr könnt einfach mal 50 Millionen abgreifen, wenn ihr einen Char damit macht quasi. Also ja, ist durchaus möglich bei so einem, bei einem Bob-Char quasi, ich sag mal vorsichtig, 30 davon rauszukriegen. So, da muss man echt schon lucky sein. Es kann natürlich auch sein, dass ihr Pech habt und gar nichts kriegt, aber das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe davon auch noch einige im Lager und ich mache das auch, habe ich in letzter Zeit eher nicht gemacht, aber ich mache das auf jeden Fall hin und wieder. So, zurück. Ja, wir wollen investieren. Zum Beispiel, wir schauen jetzt einfach mal, was kosten dann Platin-Schwertlilien. Wir müssen jetzt erstmal den Überblick verschaffen. So. Entschuldigung, jetzt hat das Mikro wahrscheinlich übersteuert. So. 300 Millionen, 350, 310, also. Das günstigste hier im Marktschreier ist 290 Millionen. 290. Okay. So. Dann schauen wir doch mal. Wir, also der Trick ist quasi, in diese Spielershops zu gucken. Hier müssen wir reingucken und wir suchen effizient Levelzeug. So, wir gucken generell mal. Hier, Samen 4,9. Okay. Wenn man das ein paar Mal macht, dann kriegt man so. Ja, man hat die Werte dann im Kopf. Was heißt Werte? Die Preise. Man hat die Preise im Kopf und ja, man muss das halt täglich, muss man das ein-, zweimal wiederholen, um auch wirklich auf aktuellen Stand zu bleiben. Zum Beispiel auch hier grüne Perlen, 10 Millionen. Da kann man auch eigentlich investieren. Wobei das dann halt ja relativ schwierig ist, die Dinger wegzukriegen dann. So, es verkauft niemand Cash-Zeug hier. Das gibt's da nicht. Gemischt. So, hier haben wir Lilien. 319 Millionen. Hier haben wir Erfahrungsscroll. Boah, die kostet 35 Millionen, eine Scroll. Krass. 2,5 Milliarden für ein plus 28, Raffi. What? Krass. So, der Shop ist eigentlich immer teuer. Egal, wann ich reingucke, der ist immer teuer. Hier, Himmelstein. 12 Millionen. 200, ja, genau. Für einen roten Mondstein mal 10 Millionen, genau. Der ist immer teuer. Da gucke ich eigentlich nie rein in den Shop. Mittlerweile mehr. So. Wir gucken mal weiter hier. Hier kosten die Himmelsteine zum Beispiel 9,6. Da hinten 12. Ja, hakt's denn? Die kosten 10 Halloween-Süßes. Was? 5 Millionen? Krass. Leute. Das ist das nämlich. Jetzt ist das Halloween-Event schon relativ weit fort. Die meisten Süßigkeiten sind schon weg. Boah, 213 Unbuilding-Touren. Crazy shit, Leute. Crazy shit. Und jetzt sind die. Jetzt steigt das langsam wieder im Preis, weil die Nachfrage. War ich da gerade schon? Nee. Weil die Nachfrage relativ hoch ist und übrigens Meistermünzen kann man natürlich auch super Gold mitmachen. Hier, Lilien, 285. Das behalten wir uns auf jeden Fall mal im Kopf. Juno Mitte, 2,85. Boah, 13 Premium-Charakter, nice. Übrigens, Premium-Charakter ist definitiv von Vorteil, wenn ihr das, wenn ihr aktiv im, im Marktschreier verkauft, weil dadurch habt ihr keine Abgabe. 63. Hier, 60 Elefant. 20 Milliarden, so ein Ding habe ich beim Giveaway rausgeknallt, Alter. Hier, 400er Tickets, 180, behalten wir uns auch mal im Kopf. Da gucken wir gleich mal im Marktschreier, was denn die 400er Tickets kosten im Marktschreier. Große Unveils, boah, es sind so viele große Unveils auf dem Server, ne, durch den Santa von Weihnachten. Phoenix-Profi, 3,5 Milliarden, crazy. So. Ach übrigens, genau, wo ich gerade das Schwert sehe, da muss ich euch gleich auch noch was zu sagen. Hier, Lilien, 280, okay, der ist genauso teuer. Also 280 ist bisher so das günstigste, was wir gesehen haben an Lilien.
Man kann natürlich auch in Chaos-Korallen investieren zum Beispiel. Das wird eigentlich auch ganz gut gekauft. Oder generell, wenn ihr irgendwo einen Schnapper seht, behaltet alles einfach so ein bisschen im Auge. So, hier zum Beispiel 1 Million Verteidigungsschub. Lohnt sich an für sich zuzuschlagen. 1 Million ist nicht viel Geld. Ach, ich wollte dem Schattenbrüster nicht hinterher. Cooler Inferno, 270. Krass. So, hier haben wir 400er Tickets für 199. Drüben waren sie für 180. Und die 500er für 350. Okay, so, wir gucken mal. Was kosten denn die 400er? 199. 199 Millionen auf dem Markt für 180. Gut, das ist jetzt Kleinvieh, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, ne? Leute, kann man eigentlich investieren? Und was wollte ich jetzt noch gucken? Lilien. Ah, genau, warte. Verteidigungsschub. 12 Millionen. Okay, ja, hier kostet es jetzt mittlerweile auch schon 1 Million. 1 Million, okay. Lohnt sich nicht, das zu kaufen. Fehlalarm, quasi. So, hier ist eigentlich auch nichts Gescheites bei drin. Und es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar kleine Tricks beim Verkaufen. Ich gucke erstmal jetzt hier alle Spieler, Shops einmal durch. Hier kosten sie 165, Leute. 165, das ist nice. Das heißt, man macht ungefähr mit Abzügen, macht man ungefähr, weiß ich nicht, 25 bis 30 Millionen macht man plus. Das ist gut. Das kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. 6,7. Boah, wie viele Samen hatten der? Krass. Das ist eigentlich gut. Ich glaube, ich kaufe mir da mal welche von. 10 Stück, glaube ich. Das ist gut. Investiere ich mal in 10 davon. So, und Lilien. Wo waren sie? Hier waren sie, glaube ich. So, 280. Da kaufe ich mir auch mal 10 Stück von. Das heißt, ich habe jetzt gut investiert, Leute. 1,8 Milliarden nur noch. Es ist jetzt quasi ein Investment. So, damit werde ich jetzt Gold machen. Ich werde mich gleich hinsetzen auf Channel 3. Channel 3 ist der Handelschannel. Werde ich mich schön in die Mitte setzen und werde die Dinger teurer verkaufen. Ich kann euch genau sagen, für wie viel ich die Dinger reinsetze. Und zwar nochmal überprüfen. 400 für die XP-Tickets. Die kosten 199. Das heißt, die XP-Tickets werde ich für 195 Millionen eintragen. So, das speichere ich mir mal kurz ab. Und die Lilien werde ich für Platin. $2,99 und dann 99999, bla bla bla. So, das heißt, das ist auch nochmal so ein kleiner Trick. Wenn ihr jetzt für eine Lilie zum Beispiel 300 Millionen haben wollt, dann macht einfach 299,999. Es sieht fürs Auge einfach billiger aus. So, ihr kennt das vielleicht auch von Einkaufsläden, Supermärkten oder sowas. Die haben auch immer 14,90 Euro oder sowas. Ne? Das sieht einfach fürs Auge billiger aus. Und dann kauft man schneller. Dann überlegt man vielleicht jetzt nicht so direkt und kauft das Ding einfach. Ja, der andere Trick, Limit-Tickets zum Beispiel, ja, 400er auch, aber speziell die 500er Limit-Tickets für XP, die sollte man sich, ja, etwas aufheben auch. Und zwar, wenn, da solltet ihr natürlich ein bisschen auch das Forum im Auge behalten, denn wenn Doppel-Event angekündigt ist, Doppel-XP-Event oder eine Happy Hour oder irgendwie sowas, wo es mehr XP gibt,
dann könnt ihr die Dinger gut verkaufen und dann auch für mehr. Weil dann wird nämlich gesucht, die Leute kaufen immer auf den letzten Drücker. Das ist einfach so, das ist im Leben so, das ist im Spiel so, das ist einfach so. Leute kaufen auf den letzten Drücker und dann könnt ihr mehr Gold dafür verlangen. Und dann geht das auch tatsächlich weg. So, ja. Zu guter Letzt oder fast zu guter Letzt, wir machen da gleich noch die Schuhe auf. Ich bin so aufgeregt, ich bin so gespannt, ne, auf die Schuhe. Vielleicht habe ich Speed-Up. Wenn ja, würde ich so ausrasten. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr Gold gedroppt, aber viele von euch haben sich ja, haben ja gemäkelt, dass ja, wenn ihr eine 133er Waffe plus 14 geschenkt bekommt oder sowas, ja, das hat dann mit No Cash nichts zu tun. Ja, an für sich ist es völlig unplausibel, diese Aussage, weil Waffen sind nicht Cash oder so. Und ja, ich war eigentlich dankbar dafür, dass ich die Waffe gekriegt habe, aber tatsächlich habe ich mir jetzt eine eigene Waffe gekauft. Und zwar diese hier. Die habe ich mir jetzt gekauft. Marktschreier Kosten waren knapp 3,5 Milliarden. 133 Clear plus 15 mit Schatten 2 Element drauf. Da ist eine Perle 5 drauf, eine Koralle 2-2 und ein Onyx drauf. Gut, der Fluorid, der macht jetzt wahrscheinlich nicht mehr so die Welt. Aber ja, ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Und da habe ich jetzt investiert. Und ja, das heißt, es ist quasi so, als hätte ich die Waffe nie geschenkt bekommen. So, gut. Wir fangen an, würde ich sagen, mit den Schuhen. Boah, Leute, ich bin so aufgeregt, ne? Oh, schon mal Crab. Crab. Oh, Mann, ich dachte gerade blau. Ah. Oh, Mann, schon wieder blau. Kein Speed-Up. Crap. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Crap. Crap. Ah, Leute, ich glaube, das wird nichts. Crap. So, machen wir es mal ein bisschen spannender. Dann loop ich erstmal nur. Geloopt werden müssen sie ja eh. Das ist wie ein Kinderüberraschungsei hier. So. Crap. 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 Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Scheißdreck! Crap, 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 Crap und Crap. Mein Gott, das kann nicht sein. Gamigo, wieso tut ihr mir das an? Warum? Warum tut ihr mir das an? Aber die werde ich trotzdem nicht verkaufen. Die werde ich vielleicht selbst tragen. So ein Käse, Leute, so ein Käse. Ja, den Rest kann ich erstmal verkaufen, ja. Ab den NPC damit. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine Schuhe hier nicht verkaufe. Die Mage-Schuhe. Das wäre fatal. Das wäre richtig fatal. Wobei wir gucken nur gleich nochmal eben kurz schnell, wie viel die Dinger jetzt aktuell wert sind. Ich werde die, glaube ich, nicht über den Marktschrei verkaufen, weil ich kein Premium drin habe. Das heißt, ich würde übelst Marktschreigebühr bezahlen. Rüstung. Magier. Stiefel, Held. Gucken wir uns mal alle Speed-Ups an. 107 bis 137. Und go. So, schnell. Ja. Die sind schon mal für 3,3 drin. Das sind keine Speed-Ups. Das war's. 3,3 Milliarden. Wisst ihr was? Dann werde ich die für 3,25 werde ich mich jetzt auf den Markt mit hinstellen. 3,25 werde ich tatsächlich tun. So, wo habe ich denn jetzt hier? Da, genau, Verkaufsstand. 3 Milliarden, 250 Millionen, 2, 3, 1, 2, 3. So, das ist auch scheiße mit dem, war im letzten Livestream auch das Thema, mit dem weißen Gold. Muss man immer echt mega drauf achten. Vorher war es eigentlich immer echt gut mit
Mit einer gelben Zahl halt für Milliarden und mit einer grünen für Millionen. So, das ist aber richtig. Dann die 400er Tickets. 495 mache ich auch mit 9. Kleiner Trick quasi, so kann man noch eine Million rausschlagen. Und die für 2,99. Und dann verkaufe ich, glaube ich, noch was von der Medizin. Und zwar verkaufe ich die für, ich versuche es einfach mal für 11. Beziehungsweise für 12. Ich packe mal alle rein. Wenn sie weggehen, nice. Ansonsten, der Hermes, die hebe ich mir noch eigentlich auf. So, und dann kommen wir nochmal an den letzten Punkt. Wie soll der Shop heißen? Man sollte den Shop, der Name entscheidet quasi, ob jemand draufklickt oder nicht. Ich nenne meinen Shop jetzt B6 Eva Mage Speed Ups. Gerne auch mit Großbuchstaben. Das fällt so ein bisschen ins Auge. Und dann mache ich so. PSL 400er Tickets Medizin. So, das sollte an für sich, sollte das gut aussehen. Wir checken das gleich direkt einmal ab. Und der Spot ist natürlich auch wichtig. Ihr solltet an für sich immer denselben Spot haben. Ich stelle mich jetzt einfach mal hierhin. So, hier ist nicht so viel los und man spawnt hier direkt und man hat mich eigentlich direkt im Blick. So, und wir starten. Nochmal Preise kurz überprüfen, Leute. Das ist alles richtig. So, und wie man sieht, von dem Titel her fällt direkt Mage Speed Ups fällt ins Auge. PSL, schön mit den Leerzeichen, also das, man sieht es direkt, okay, da verkauft jemand PSL, vielleicht braucht jemand kurz vor der Dungeon-Zeit noch eine PSL, zack, geht er in meinen Shop, kauft sich das Ding und ich habe Gewinn gemacht. 400er Tickets, das könnte man vielleicht noch irgendwie ein bisschen, nochmal zwei, drei Leerzeichen reinmachen, dann hätte man das hier unten noch komplett stehen. Und Medizin, ja, das ist so ein bisschen neugierig geschrieben. Das könnte halt fortgeschrittene Medizin der Erfahrungspunkte sein. Es könnte aber auch Medizintrank sein. Medizintränke sind natürlich auch recht gut gesehen, denke ich mal. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen informieren und habe euch dann so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, wie es bei mir aussieht. Und ich würde mich natürlich übelst freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ja, ich hab's tatsächlich gesagt. Würde mich natürlich übelst drüber freuen. Ansonsten, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im Livestream oder aber im nächsten Video. Freunde der Sonne, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Jetzt keine Waffendrops mit bei und hier seht ihr es. 3,4 Millionen für eine Waffe, 3,8 Millionen, 3,7 Millionen. Leute, das geht übelst ab hier drin mit den Waffendrops, das ist unnormal.